Hallo allerseits, herzlich willkommen zu Cadence of Hyrule, Crypt of the Necrodancer featuring The Legend of Zelda auf der Nintendo Switch. Das ist ein langer Name, aber auch ein richtig geiles Spiel. Wir starten. Okay. Das überspringen wir jetzt. Okay, wir haben die Latenzen eingestellt und hoffen, dass das passt. Und los geht's. Every world has its evils. And when the balance of power is inevitably lost, it's up to the courageous and the wise. Restore it. But sometimes sometimes they need a little extra help. Also ich habe schon Crypt of the Necromancer geliebt, auch die Musik, und das ist ja jetzt schon wieder so cool. Hey, hey du, ich habe gesehen, wie du vom Himmel gefallen bist, sah schmerzhaft aus. Noch alles dran bei dir? Oh, du bist gar keine Helianerin? Dann ist das ja alles ganz neu für dich. Ich bin Trill, schön dich kennenzulernen. Sieht aus, als wärst du nicht verletzt. Da bin ich erleichtert. Aber du kommst in keinem sehr guten Augenblick. In Hyrule gehen seltsame Dinge vor sich. Oh, guck mal, ein Shika-Stein. Spring doch mal dagegen, um ihn zu aktivieren. Dann müsste sich dieses Tor öffnen. Oder diese Tür öffnen. Okay. Jawohl. Sieht ja cool aus. Das sind Baumstümpfe im Weg. Wie kommst du da nur vorbei? Ich habe keine zündende Idee. Da links ist eine Treppe. Geh doch mal da hinauf. Ah, das ist eine Treppe. Okay. Eine Fackel. Super, du hast den Baumstumpf mit der Fackel verbrannt. Aber pass auf, die Items, die hier angezeigt werden, nutzen sich ab und gehen irgendwann kaputt. Ah, da kann ich auch rauf. Okay. Das ist nämlich eine Falle, die uns immer wieder nach unten drückt. Also ein Teil nach unten wieder. So. Und jetzt muss ich mich im Takt bewegen. Unten in der Mitte sieht man einen optischen Hinweis, wie die Takte gehen. Pass auf, dieses Monster will dir ans Leder und hörst du diese aufwühlende Musik. Wenn Gegner in der Nähe sind, müssen sich alle im Rhythmus der Musik bewegen. So, wir hüpfen hier im Rhythmus der Musik. Wenn ich mal nicht im Takt bin, ist es jetzt auch noch egal. Und wenn ich in ein Monster reinlaufe, dann schlage ich zu. T-
Türen öffnen wir auch so. Das Gute ist, dass Monster immer in bestimmten Mustern zur Musik tanzen. Sieh dir ihre Bewegungen gut an, dann kannst du sie besiegen, ohne Schaden zu nehmen. Da geht immer oben, oben nichts, unten nichts. Und wenn ein Gegner in mich reinläuft, dann nehme ich Schaden. Ah, die Musik ist so cool. Flächenangriff, Breitschwert, zack. Das greift gleich die alle drei vor mir an. Wow, mit diesem Breitschwert kannst du drei Gegner gleichzeitig besiegen und sogar um die Ecke herum angreifen. Es wird sicher praktisch sein, Monster zu bekämpfen, ohne sich direkt neben sie stellen zu müssen. Und das ist ein Bossraum. Beziehungsweise sind da einfach viele Gegner. Puh, die aufwühlende Musik hat aufgehört, jetzt wo die Gegner weg sind. Nun kannst du dich so schnell oder langsam bewegen, wie du möchtest. Also sobald keine Gegner mehr hier sind, können wir in Ruhe noch, wenn wir wollen, alles erkunden. Schaufel. Zack, da können wir graben. Wow, du kannst aber gut mit einer Schaufel umgehen. Und von dieser gruseligen Gruft lässt du dich auch nicht einschüchtern. Sag bloß, sowas ist bei dir zu Hause normal. Nanu, was sind denn das für komische Portale? Da drin sind meine Freunde zu sehen. Wenn irgendwer herausfinden kann, was in Hyrule los ist, dann sind das Link und Zelda. Die Portale scheinen aber nur in eine Richtung zu funktionieren. Möchtest du Link besuchen oder Zelda? Wir wollen Link besuchen, würde ich sagen. Bonk. Du bewegst dich mit Hilfe von L. Probier doch mal auch mal die, das Digipad aus. Vielleicht fällt es dir dann leicht im Rhythmus zu bleiben. Ja, vielleicht. Na, versuchen wir mal. Dieses helle Licht sah aus wie das Triforce. Wusste ich doch, dass du jemand ganz Besonderes bist. Danke, dass du Link aufgeweckt hast. Er hat den ganzen Ärger verschlafen, also bleibe ich erstmal bei ihm und erkläre ihm, wie es um Hyrule steht. Du solltest schauen, wie du nach Hause kommst. Ich hoffe, unsere Wege kreuzen sich irgendwann noch einmal. Freundin von Hyrule. Ihr werdet sicher eine Weile zu tun haben. Ich suche so lange nach einem Weg zurück in meine Welt. Man sieht sich. So, und jetzt können wir mit Link spielen. Oder jetzt spielen wir mit Link. Boing, boing, boing. Ich bin froh, dass du aufgewacht bist, Link, aber während du geschlafen hast, ist in Hyrule einiges vorgefallen. Ich bleibe bei dir, um dir alles Nötige zu erklären. Hier wohnt Link. So, du hast einen kleinen Schild erhalten, er wird automatisch R zugewiesen und kann nur von Zelda, also von Link und Zelda verwendet werden. Halte ihn vor dich, um Geschosse zu reflektieren und Angriffe abzuwehren. Doch Vorsicht, denn dies kostet dich Ausdauer und funktioniert nur in Blickrichtung. Wo ist meine Ausdauer? Ach so, oben sehe ich drei Herzen und darunter dürfte meine Ausdauer sein. Genau, hier sehen wir jetzt Beat verpasst, wenn ich nicht im Takt herumhüpfe. Wenn der letzte Gegner für den Bildschirm besiegt wird, lässt er Diamanten fallen. Im Gegensatz zu Rubinen und Schlüsseln gehen Diamanten bei einem Game Over nicht verloren. Du kannst die in bestimmten Läden einsetzen. Das war auch in Crypt of the Necromancer schon so. Allerdings musste man da alle Diamanten einsetzen. Und ein Kurzschwert. Da musste man alle Diamanten einsetzen, sonst ja, sind sie verschwunden. Und ich glaube, das ist hier ein wenig anders. Kann ich
hier rauf? Nein, ich komme hier nicht rauf. Schade. Okay, dann müssen wir hier runter. So sieht man sich wieder. Link war dein Name. Hier, nimm diese Schaufel, die ich gefunden habe. Ich habe schon eine, keine Sorge. Ich versuche noch immer herauszufinden, wie ich hierher geraten bin. Vielleicht treffe ich dich ja nochmal, Fremder. Diese Welt besitzt einige überraschende Ähnlichkeiten zu meiner. Zum Beispiel muss man sich, sobald Monster in der Nähe sind, zum Beat bewegen. Daran gewöhnst du dich schon, glaub's mir. Okay, die Fackel haben wir schon. Ah, hier drüben geht's auch weiter. Und hier kommen wir vom Bildschirm zu Bildschirm. Und ja, schauen wir mal. Erinnerst du dich an Octavo, den Musikanten, der dich hat einschlafen lassen? Während du geschlummert hast, hat er den König eingesperrt und sich in Schloss Hyrule verbarrikadiert. Das Siegel kann nur geöffnet werden, wenn du seine 4 Instrumente der Macht besiegst. Link, wir müssen umherreisen, um diese Instrumente zu finden und zu besiegen. Hey, guck mal, ein Shika-Stein. Wusstest du, dass du nach einer Niederlage bei jedem Shika-Stein zurückkommen kannst, den du aktiviert hast? Ah. Oh, 3 Bomben. Oh. Ja, besser. Oh, Beat verpasst. Ups. Sehr gut, Shika-Stein aktivieren. Biene nicht vergessen. Schauen wir mal. So, und rein hier. Moment. Ah, dies ist dein Inventar. Hier findest du Beschreibungen deiner Items und kannst manche von ihnen den Knöpfen zuweisen. Denen hier. Okay, hier haben wir noch eine Karte. Dies ist deine Karte. Sie zeigt dir, wo du bist, wo du schon warst, welche Shika-Steine du aktiviert hast und mehr. Wenn du bestimmte Amulette findest, bekommst du sogar Informationen zu Gegenden, die du noch nicht besucht hast. Aber wir sehen hier, hier waren wir schon und hier sind wir gerade. Und das ist die Welt, die wir erkunden können. Und soweit ich weiß, werden grundsätzlich die Dungeons prozedural generiert. Das heißt, die sehen jedes Mal anders aus. Auch die Weltkarte wird prozedural generiert, wird allerdings nach einem Game Over nicht mehr neu generiert, sondern bleibt so. Das heißt, die Karte sieht zwar bei jedem anders aus, aber wenn ich sterbe, sieht sie noch immer so aus. Und das ist eigentlich richtig cool. So. Gehen wir mal da rein. Manche Gebiete wie diese hier kannst du nur mit Hilfe eines bestimmten Items durchqueren. Aber auch ansonsten gilt, mit kreativem Item-Einsatz kommst du schneller und sicherer vorwärts. Was ist das hier? Das verstehe ich jetzt nicht so richtig. Aber... Oh, da sollte ich nicht rein. Also was das hier soll, das weiß ich nicht. Und hier kommen wir auch nicht drüber. Hm. Das verstehe ich jetzt noch nicht. Ja, schauen wir mal. Zu einer anderen Karte. Sieht man hier vielleicht
ob ich das schon erledigt habe oder nicht. Ich glaube eher nicht. Dann schauen wir da mal rechts weiter. Gegner. Oh, was macht die Blauen? Oh, die haben einen Speer. Und haben zwei Leben. So, der letzte im Bunde. Zwei Diamanten bekommen. Ah, sehr schön. Itemsicht, Fackel der Weisheit. Ich nehme mal an, hier ist sonst nichts mehr zu holen. Was sagt die Karte? Boah. Die sagt auch nichts Besonderes. Manche Truhen wie diese hier sind versiegelt, bis du alle Gegner auf dem Bildschirm besiegst. Je länger am Stück du Gegner besiegst, ohne einen Beat zu verpassen oder Schaden zu nehmen, desto mehr Kraft sammelt die Beat-Anzeige. Solange du fehlerfrei spielst, hinterlassen besiegte Gegner mehr Diamanten, deine Ausdauer erholt sich schneller und Gegner lassen wertvollere Beute fallen. Okay. Drüben ist noch einer. Da ist eine Bombe. Kann ich jetzt nicht mehr verschieben? Das war jetzt vielleicht doof. Gehen wir nochmal zurück und nochmal her. Ah, da sind die ganzen Gegner wieder hier. Ups. Okay. Oh nein, du bist schwer verletzt, aber keine Sorge, die Schicksalsgöttinnen scheinen dir wohlgesonnen zu sein. Schon? Zerbrechliche Ausrüstung und Rubine hast du verloren, aber der Rest deiner Items ist noch da. Und in diesem besonderen Laden kannst du deine Diamanten ausgeben, um dich auf deine Rückkehr nach Hyrule vorzubereiten. Wir haben 4 Diamanten. Oh, jetzt kannst du auch auswählen, welchen Schickerstein wir beginnen wollen. Aktiviere so viele Schickersteine wie möglich, dann wirst du es viel einfacher haben. Ich will mir hier noch ein Item aussuchen, und zwar einen Herzcontainer. Jetzt haben wir 4, beginnen wir mit 4. Das andere Zeug lasse ich mal. Wir wollen hier starten. Und zwar gehen wir gleich mal wieder hier hin. Nö. Ah, eins runter. Hier waren wir. Und eine Fackel haben wir schon wieder bekommen. Au. So, wo versteckt sich noch einer? Hier unten. Oder? Nö. Wo versteckt er sich? Ja.
doch hier. Und wann kommt der raus? So erscheint er nicht. Aber bis ich bei ihm bin. Ups. Okay. Nö. Was macht er? Ich will darauf. Das war jetzt nicht nett von der Bombe. Also beziehungsweise auch von mir. Ah, jetzt. Ah. Kurzzeitiger Zusatzschaden. Okay, ist jetzt auch nicht so toll. Gehen wir mal weiter. Oh. Gegner? Wo ist er? Ah, hier drüben. Aha, jawohl. So. Das ist nicht gut. Kann ich ihn? Nö. Hast du schon mit dem Prinzen gesprochen? Seitdem es eisig geworden ist, habe ich ihn nicht mehr gesehen. Okay, der bewegt sich alle zwei Schritte mal. Eingefroren. Sieht nicht gut aus für mich. Wieder rauf. Hier. Ach, hier wäre ein schicker Stein. Wie komme ich darüber? Ah. Weißt du, ob man den Hylia-See wieder surfen kann? Schön. Wie geht es dir? Gut, danke. Aber ich wüsste jetzt nicht, wie man diese Fische hier kaputt bringen könnte.
dir, was du brauchst. Schriftrolle des Bedarfs. Bedarf Fee. Ah. Ein Herzteil, auch gut. Dieser eine Fisch, oder? Aber wie komme ich hier rüber? Aber ist mir jetzt im Moment, glaube ich, egal. Schauen wir mal da runter. Oben ist auch noch einer. Das ist doof. Jetzt. Und das ist auch der Diamant für uns. Oh, der hat mich runtergeschubst. Ah, was ist fies? Schauen. Oh, ein Shop. Hey du, willst du vielleicht einen Schnorchel kaufen? Falls du Schwimmflossen hast, kannst du dann untertauchen, um Gegner auszuweichen. Oh. Ist mir aber leider alles zu teuer. Leider nein. Okay. Ich würde sagen, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.